Wir sind um 20.46 Uhr mit dem Einsatzstichwort Waldbrand alarmiert worden. Das fährt der Kreisverwaltungsmeister automatisch immer mit. Und es kamen Anrufe aus dem Bereich Gelmketal und Schulenberg, die gesagt haben, es ist Feuerschein zu sehen. Das wurde nachher noch konkretisiert, dass man sagte, man sieht bis zu 15 Meter hohe Flammen. Wir sind denn davon erstmal ausgegangen, dass es eventuell im Bereich des Huneberg-Steinbruches brennen würde. Das hat sich nicht bestätigt. Und dann haben wir vermutet, hier ist eine Hütte hier vorne im Wald, dass die eventuell brennen könnte. Und wie wir hier vorne um die Ecke rumkamen, haben wir gesehen, dass das große Jugendwaldheim Ahrensberger Forsthaus in Vollfeuer steht. Die ersten Maßnahmen waren natürlich erstmal umfangreiche Erkundung, wo wir noch was retten können. Das Gebäude war schon teileingestürzt beim Eintreffen der ersten Kräfte. Wir haben uns dann darauf konzentriert, ob eventuell noch Personen im Gebäude sind, weil ein PKW vor dem Gebäude stand. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass keine Personen mehr im Gebäude waren. Schwierig ist natürlich die abgelegene Lage hier und der große Höhenunterschied. Wir müssen das Wasser von der Okertalsperre hier über fast 2 Kilometer und über 100 Höhenmeter hochpumpen. Wir haben alles, was wir an Equipment haben vom Landkreis hier im Einsatz, mit Abrollbehälter Löschwasser mit 10.000 Liter. Wir haben einen Löschwasserbehälter hier mit 30.000 Liter baulicherseits vorhanden, aber die Löschwasserversorgung ist äußerst schwierig. Ja, wir können davon Glück sagen, dass es gestern lange anhaltend geregnet hat, sonst hätten wir eventuell noch eine große Waldbrandgefahr gehabt durch Flugfeuer. Es war ein voll funktionsfähiges Jugendwaldheim, das ist schon schmerzhaft und müssen wir mal schauen, dass es auch schnell wieder aufgebaut wird halt.